Unsere heutige Gesellschaft ist der Feind für dich als Mann und für deine Entwicklung als Mann. Heutzutage ist es so, dass alles bequemer wird. Du kannst dir dein Essen theoretisch nach Hause liefern lassen, mit einem Lieferservice, sogar deinen wöchentlichen Einkauf. In der Theorie müsstest du heutzutage nicht mal mehr dein Haus verlassen, wenn du einen Job hättest, in dem du von zu Hause aus arbeiten kannst. Und Homeoffice-Jobs werden immer häufiger. Nicht nur das, es ist auch so, dass heutzutage Portale wie Netflix, Amazon Prime und alle anderen, die in diese Richtung fallen, dir die Möglichkeit geben, dich quasi 24 Stunden am Tag mit Serien gucken oder Filme gucken zu beschäftigen. Und es ist super günstig und super einfach, Zugriff auf diese Sachen zu haben. Ja, es kostet nicht viel, Netflix zu haben. Die meisten Leute sind sowieso bei anderen Menschen mit auf dem Netflix-Account. Es ist heutzutage immer einfacher, faul zu sein, immer einfacher, sich ablenken zu lassen von seinem eigentlichen Ziel, wenn man denn als Mann überhaupt mal ein eigenes Ziel hat. Und die Tatsache, dass wir uns in der heutigen Gesellschaft alles aussuchen können, macht es noch schwieriger, ein Ziel überhaupt erstmal zu finden als Mann. Das ist eine Sache, mit der tun sich ganz viele Männer schwer. Eine Sache, die wir zum Beispiel im Intensivworkshop im Januar auch mit den Männern angehen wollen, weil viele Männer an diesem Punkt gar nicht mehr kommen. Du hast heutzutage enorme Auswahlmöglichkeiten. Du kannst theoretisch alles studieren. Du kannst jede Ausbildung machen. Du kannst im Internet viel Geld verdienen. Du hast eine riesige Wahl von Möglichkeiten. Und auf der einen Seite ist das gut. Aber für uns Männer sorgt das eher dafür, dass es uns verwirrt. Ja, es sind zu viele Möglichkeiten und Studien haben herausgefunden, je mehr Möglichkeiten es gibt, desto unzufriedener bist du mit deinem Ergebnis, mit deiner Wahl und desto schwieriger wird es auch. Viele Dinge in der heutigen Welt verwirren uns Männer eher, als dass sie uns Hilfe dabei geben, einen klaren Weg zu finden. Die lenken uns eher ab und es ist so einfach, sich ablenken zu lassen. Es ist so viel einfacher, Netflix zu schauen, Serien, Filme zu schauen. Und es gibt ja viele gute Serien. Das ist so viel einfacher, als sich Gedanken darüber zu machen, was will ich wirklich, was ist meine Mission als Mann, was ist mein Ziel im Leben. Hinzu kommt, dass jeder in deiner Umgebung das eben genauso macht. Jeder erzählt dir von der neuesten Netflix-Serie. Jeder erzählt dir von der neuesten Sache, weil jeden Tag gibt es neue Sachen, jeden Tag gibt es neue Entdeckungen. Wöchentlich kommen neue Dinge raus, die dich ablenken können, dadurch, dass wir global sind. Und so sind die Männer heutzutage immer verwirrter. Dann kommen noch solche Sachen hinzu wie Feminismus, gefährliche Männlichkeit. Pass bloß auf, du Mann, du bist gefährlich, du vergewaltiger Mann. Jeder Mann ist ein Vergewaltiger. Einfach so. Und das alles sorgt dafür, dass wir immer verwirrter sind. Dass wir immer mehr die Richtung verlieren, immer weniger unsere Ziele verfolgen, wenn wir denn überhaupt Ziele haben in erster Instanz. Ich habe gestern darüber geredet, dass der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen oder einem Mann und einer Frau ist, dass der Mann nicht in seinen Emotionen verloren geht. Aber unsere heutige Welt, unsere heutige Gesellschaft sorgt dafür, dass du sehr effektiv in deinen Emotionen verloren gehst. Sie verwirrt dich und lenkt dich ab. Deine Aufgabe als Mann ist es, wenn du ein wirklich geiles Leben führen willst, wenn du tolle Frauen in deinem Leben haben willst, eine oder mehrere, dann ist es deine Aufgabe als Mann, den Weg durch dieses Dickicht zu finden. Dich von all den Sachen abzukapseln, die dich ablenken. Netflix, Amazon Prime, 1000 Auswahlmöglichkeiten und eine Wahl für dich zu treffen. Eine Wegwahl
für dich zu treffen. Und das heißt nicht, dass du diese Wahl für den Rest deines Lebens anerkennen musst. Das heißt nicht, dass du diesen Weg für den Rest deines Lebens weitergehen musst. Natürlich kannst du dich umentscheiden. Aber auch das ist so ein Problem der heutigen Gesellschaft. Ja, dann mache ich halt mal was anderes. Und die Leute machen nichts fertig. Die Leute machen immer irgendwas anderes, denn wenn es mal schwer wird, dann geben sie auf, weil es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Damals, als das Fernsehen zum Beispiel rauskam, gab es, glaube ich, ein oder zwei Fernsehsender. Und einer davon war Kacke. Du hast vielleicht die Möglichkeit gehabt, 10 Filme im Jahr zu gucken. Jetzt kannst du 10 Filme am Tag gucken. Netflix alleine, und das musst du dir mal reinziehen, bringt jede Woche, fast jede Woche eine neue Serie raus. Nicht ein Film, eine Serie. Und das wird in Zukunft nur noch krasser. YouTube ist voller Videos, die dich den ganzen Tag lang beschäftigen können. Die Ablenkungen heutzutage sind überall und werden immer mehr. Und so verlieren die Männer immer mehr ihre Richtung. Unsere heutige Gesellschaft ist dein größter Feind, deine größte Ablenkung. Und deine Aufgabe als Mann ist es, durch dieses Dickicht, durch diesen Dschungel, dich Indiana Jones-mäßig durchzuschneiden mit der Machete, deinen Weg zu finden, deinen Weg zu bestimmen und deinen Weg unerschrocken zu gehen. Und dann ist Erfolg mit Frauen auch kein großes Problem mehr.